Kapitel 10 Israel ist ein ausgebreiteter Weinstock, der seine Frucht trägt. Aber so viel Früchte er hatte, so viel Altäre hatte er gemacht, wo das Land am besten war, da stifteten sie die schönsten Bildsäulen. Ihr Herz ist zertrennt, nun wird sie ihre Schuld finden. Ihre Altäre sollen zerbrochen und ihre Bildsäulen sollen zerstört werden. Alsdann müssen sie sagen, wir haben keinen König, denn wir fürchteten den Herrn nicht, was kann uns der König nun helfen? Sie reden und schwören vergeblich und machen einen Bund, und solcher Rat grünt auf allen Furchen im Felde wie giftiges Kraut. Die Einwohner zu Samaria sorgen und das Kalb zu Bethaven, denn sein Volk trauert darum, und seine Götzenpfaffen zittern seiner Herrlichkeit halben, denn sie wird von ihnen weggeführt. Ja, das Kalb wird nach Assyrien gebracht zum Geschenke dem König Jareb. Also muss Ephraim mit Schanden stehen und Israel schändlich gehen mit seinen Vornehmen. Denn der König zu Samaria ist dahin wie ein Schaum auf dem Wasser. Die Höhen zu Affen sind vertilgt, durch die sich Israel versündigte, Disteln und Dornen wachsen auf ihren Altären. Und sie werden sagen, ihr Berge bedeckt uns. Und, ihr Hügel, fallt über uns. Israel, du hast seit der Zeit Gebejas gesündigt, dabei sind sie auch geblieben. Aber es soll sie ein Streit, nicht gleich dem zu Gebeja, ergreifen, so wie bei die bösen Leute geschah. Sondern ich will sie züchtigen nach meinem Wunsch, dass alle Völker sollen über sie versammelt kommen, wenn ich sie werde strafen um ihre zwei Sünden. Ephraim ist ein Kalb, gewöhnt, dass man es gern bricht. Ich will ihm über seinen schönen Hals fahren, ich will Ephraim retten, Juda soll pflügen und Jakob gegen. Darum sehet euch Gerechtigkeit und erntet Liebe, pflüget ein neues, weil es Zeit ist, den Herrn zu suchen, bis dass er komme und lasse regnen über euch Gerechtigkeit. Denn ihr pflüget Böses und erntet Übeltat und esset Lügenfrüchte. Weil du dich denn verlässt auf dein Wesen und auf die Menge deiner Helden, so soll sich ein Getümmel erheben in deinem Volk, dass alle deine Festen verstört werden, gleich wie Salomon verstörte das Haus Abels zur Zeit des Streits, da die Mutter samt den Kindern zu Trümmern ging. Ebenso soll's euch zu Bethel auch gehen um eurer großen Bosheit willen, dass der König Israels frühmorgens untergehe.